Okay, Leute. Weiter geht's. Speichern wir mal ab. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Stufe 2. Und weiter geht's. Mit der. Du solltest nie unvorbereitet auf eine Mission gehen. Ja. Hast mir schon genug gesagt. Okay, ich habe jetzt alles komplett gemacht. Besiege die Betrachter. In Toiletten sind Betrachter aufgetaucht. Finde und besiege sie gemeinsam mit Laxin. Pyrosplitter. Betrachter, okay. Die Betrachter. Ach, euch mag ich doch so sehr, Leute. Okay, wie heißen die da? Ach, das sind die Betrachter. War da gab es nicht eine Riesenversion von denen? Und ich habe gelernt, irgendwie anzuvisieren. Okay, ich kann nicht durch die. Okay, ich weiß sowieso, wo ich hingehen muss. Wann kommen eigentlich diese Abzeichen? Ah, die kommen später, okay. Ich muss klarkommen mit der Steuerung. Hier kommen auch Gegner, ich wusste es. Aber nur ein Einzelner, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, kannst aufhören anzugreifen, du tollmütiger Bitch. So. Gut so. Noch ein Betrachter. Es gibt noch die Riesenversion von denen. Okay, wie ihr seht, man kann in den Platz, da will ich erst später hin. Okay, da muss ich sie jetzt hin. Ich dachte, man kann jetzt da durchgehen. Okay, noch ein Betrachter. Nein, ich will noch nicht. Okay, getötet. Weil ich Angst hatte, ich gehe sofort hier hin. Ja. Bossmucke. So viele waren das? Warte. Ach, das kommt noch später, die Riesenversion von denen. Das Beschissen an denen ist, diesen einfach ekelig. Warte mal, ich kann doch das blockieren. Was soll dieser Laserstrahl, hallo? Und so. Mission geschafft. Das war mal toll. Jetzt hol ich mir die ganzen Truhen. Zum Glück habe ich den Limitbrecher, sonst hätte ich da ein paar Probleme, aber richtig. Ach, ich komme immer durcheinander. Kann ich da durch? Nein, das ist ein X. Eine Potion, danke. Okay, da haben wir die Mission auch geschafft. Die ging eigentlich voll schnell. So seid ihr nochmal hier. Hab ich ja nicht davor erledigt. Warte, davor gab es ja keine Schattenlose. Warum sind ihr dann jetzt hier? Haben wir auch gedacht. Ach, nerven mal. Okay, sammle mal Herzen. Ich bin ein treuer Mitarbeiter. Ich bin ein treuer Mitarbeiter. Ich will auch ein Herz haben. Warte, gab. So und so. Warte, kommt jetzt nicht? Doch, ich glaube, jetzt kommt das. Das Riesenviech. Nein, ich habe mich geirrt. Ich denke, das ist irgendwann, da kommt dann. Ach, so bald. Oh, Kacke. Jetzt kommt das wieder hoch. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die ganze Angst habe auf diesem Platz. Ach, jetzt kommt. Oh. Warte, bald kommt auch der Kampf da gegen ihn. Ja, bald kommt der Kampf. Ich hoffe, hört meine Mama nicht. Ach, sie gehen so laut. Axel, schon wieder diese Blicke. Roxas, auch schon wieder diese Blicke. Sowas gehört sie nicht in diesem Spiel. Mm-mm. Und ein Level Up. Ein Klumpeneisen, ja, zum Schmieden. Das werden wir auch später gebrauchen können. Tag 22, was übrig ist.
Okay. Naja, ein Tag noch. Das Tagebuch. Okay, das geht dann gleich, wenn nachdem wir mit den Leuten hier geredet haben, man kann immer ein paar nützliche Dinge von denen bekommen. Schön, dass die großen Male weg sind. Also Malusche, Laxius und so sind alle weg. Was soll ich bloß ohne die halbe Pokerliga anfangen? Erledige deine Mission, du darfst an nichts anderes denken. Axel? Hey Roxas, du und ich sind heute ein Team. Also, die ganze Truppe ist jetzt weg. Das heißt, die sind jetzt in Chain of Memories, also im Schloss des Infalls. Und da geht es weiter. Und Axel wird auch bald dahin gehen. Und was erledigen. So. Okay. Kurz mal gucken, ob der Typ da ist. Nein, der ist noch nicht da. Ja, später wird an der Ecke so ein Typ auftauchen. Entscheide anhand deiner Zielinformation, welchen Tafel du in den Einsatz mitbringst. Danke, dass du immer mittippst. Besiege die Wächter. Ja, die meinte ich. In dem Toiletton ist ein Wächter aufgetaucht. Finde und besiege ihn gemeinsam mit Axel. Doppelspruch. Ach so. Ach, die. Jetzt weiß ich wieder, warum das Spiel bestimmt kompliziert war. Und diese Doppelsprüche. Das ist etwas wie Tetris in dem Spiel mit den Tafeln. Das werdet ihr noch später sehen. Ach, bisschen dünner. Ach. Okay, bringen wir die Sachen schnell hinter uns. Was war das heutige Ziel nochmal? Ein Wächter? Was? Oh ja, ich glaube schon. Du bist so ein Zombie. Soll ich den ganzen Spaß etwa alleine haben? Hm, komm. So ein Zombie. Okay, ich muss durch die Tunnel. Man sieht es auch auf der Karte. Ich habe gesehen, dass ein paar Let's Player nur die obere Bildschirm zeigen. Oh. Diese Teile soll man schnell umbringen, weil die explodieren nach einiger Zeit. Weil die ein bisschen suizidgefährdet sind, diese Teile. Okay. Ja. Tot mit euch hier. Ach, noch eins. Ich hau ab. Axel soll den Schaden bekommen, aber ich brenne trotzdem immer noch. Naja. Aber wieso sie sich da umbringen? Keine Ahnung. Hallo? Okay, gibt's da noch. Warte, gibt's hier in dieser Ecke noch Gegner? Und hier in dieser Ecke. Gar keine Gegner mehr. Okay. So sieht unser Gegner aus. Er sieht aus wie ein Betrachter. Aber er ist kein Betrachter, er ist ein Wächter. Ach du. Ach, ich bringe mich einfach so um. Ich könnte ihn eigentlich auch mit Feuer töten, aber dann verletze ich Axel damit und das will ich ja nicht. Ist klar, dass er jetzt auftaucht. Egal, Axel soll brennen, er kann sich wenigstens heilen. Aber wenn ich schon an das Ende denke, was kommen wird, ach Mann, oh Mann. Da werde ich wieder so sentimental. Ein Betrachter? Okay, was machen die hier? Er hat mich gerade. Achso, du Fick. Du elendes, verdammtes Monster. Und. Tot. Das Teil hat sich gerade umgebracht, also von selbst aus. Okay. Noch ein Betrachter? Was, wird mich gerade geheilt? Axel, okay. Das nenne ich meinen Freund. Du hast nämlich das Schalter betätigt. Und so und. Ich mache das jetzt nur wegen dem Herzen aus. Ja, was? Axel, du kannst auch Feuerattacken machen. Kein Problem, du kannst sie machen. Ach, was willst du, kleine Eierkopf? Kleine Eierkopf, ja. Wie ich mich artikuliere, ist ja so. Ach, so abiturmäßig. Gelbe Ausrüstung? Soll das heißen?
Du hast den Schalter betätigt. Danke, dass du mir das nochmal zeigst. Ich weiß schon, wenn ich den Schalter betätige. Oh. Oh. Komm, noch bin ich in dem Limit-Modus. Dann werdet ihr schon sehen, was mit euch passiert. Ja, krass. Was drehst du die um mich? Bringst du sie noch um? Verdammt, das wollte ich gar nicht. Hier entlang, Roxas. Okay. Ich wusste nicht, dass da der Bossfight auf uns wartet. Achso, okay, da geht's weiter, aber ich gehe jetzt noch nicht hin. Ich gehe da noch nicht hin. Ich gehe noch nicht dahin. Und gleich was er tippt wieder raus. Und komm. Komm, der Monster. Okay. Oh, Scheiße. Arme Axel, leid. Riesiges Monster. Ja, chill, Roxas. Okay, ich brauche ein Item. Okay. Bin alle Truppen geholt, gut. Jetzt kommen. Ach, Profi zu spielen ist viel, viel schwieriger. Ich glaube, ich kann jetzt schon garantieren, dass ihr in diesem Let's Play mehr Fails seht als in Chain of Memories. Da habt ihr eigentlich gar keinen Fail gesehen. Also nicht mal einmal, dass ich gestorben bin, wenn ich mich richtig erinnere. Also alles nach makelloser, perfekten Score aus. Komm. Nicht diese Teile im Park. Spackus da draußen spielen Fußball. Okay, es ist explodiert von sich aus. Wenn er Bock hat zu sterben, wenn er Bock hat, dann soll er auch sterben. Komm, bringt euch mal selbst um. Komm, bringt euch mal selbst. Okay, ich hau ab. Axel, nein. Dummer Axel. Der Pyro später könnt ihr lassen. Okay, los geht's. Jetzt kommt's. Hä, wo ist der? Da ist der. Da ist unser Ziel. Los geht's, Roxas, und bleibt bitte bei der Sache. Okay, was ist das für ein Schlüsselschwert? Da macht ein Laser, ein Riesenlaser. Ich glaube erstmal. Ich glaube erstmal betätigt man diese Kontrachter. Die nerven mehr. Auf Profi zu spielen ist schwer, Leute. Ist schwer. Die getötete. So kriegst du mich nicht, Wichser. Ach du Scheiß, wie der da abzieht. So, weg mit dir. Mission abgeschlossen, ist sehr schön. Oh nein. Mission erledigt. Oh Mann, ich hätte die anderen erst töten sollen. Hey, du hast es in ein paar Tagen ganz schön weit gebracht. Du bist ein Star. Bereit für den Rückweg? Ja. Da chillen sie wieder mal eine Runde auf den Uhrenturm. Da sie irgendwie keine Angst haben, ihn runterzufallen. Ich hatte da panische Angst, weil ein kleiner Fehler, ich bin tot. Ich würde unser Eis essen vermissen. Hä, wie bitte? Ab morgen bin ich weg. Wohin?
Oh. Du bist mein Freund. Dir kann ich jetzt anvertrauen. Ab morgen bin ich eine Weile im Schloss des Infants. Chain of Memories. Was ist das? Die Organisation hat ein zweites Schloss in der Zwischenwelt. Es heißt Schloss des Infants. Gespeichert? Sie comprende. Ja, ich wünschte, man würde mir solche Dinge sagen. Hm. Okay, was kommt denn jetzt? Okay, ich muss zurück und packen. Was sollst du denn packen? Deine ganzen schwarzen Mäntel oder was? Ein echtes Vergnügen. Lass dir ruhig Zeit. Ich will mal echt wissen, ob die Organisationsmitglieder nur diese schwarzen Mäntel haben und darunter irgendwie nichts außer Unterwäsche ist, ja klar. Ich lässt du ihn voll alleine hier. Nur die Krähen sind in der Nähe. Winner? Ja, Roxas, du bist ein Gewinner. Und wir haben Doppelspruch. Und zwar in jeder Magie, die du mit dir verbindest. Deine Waffen verleiht deiner Magie größere Stärke. Hast du das vereint? Schlechtes Schwert. Stiller Gefährte. Wen meint mal damit? Axel, ich habe eine Nachricht von Lord Semnas. Wir haben den Grund zu der Annahme, dass eines der oder mehrere der zugeteilten Mitglieder vorhaben, uns zu hintergehen. Finde sie und lass sie verschwinden. So hat es Lord Semnas wortwörtlich gesagt, hm? Das erklärt doch, warum Axel Wechsel getötet hat. Axel! Nur sie ist da. Und Demix. Ja, der ist sowieso unnötig, dieser Charakter. Axel ist schon weg. Axel ist weg, dun dun dun. Axel ist weg, dun dun dun. Aber dieser Eisstiel. Ich muss ihn fragen, was ich gewonnen habe. Noch mehr Eis. Rina. I'm a Rina. Ja, Verbindungstafeln. Neue Eintragung auf das Tagebuch. Geht klar. Lesen wir gleich, oder mache ich einen Cut auch. Reden. Ich habe das hier gefunden, aber was soll ich schon damit anfangen, nicht wahr? Pyrosplitter, dankeschön. Und du, Mädchen? Nick, kein Bock zu reden? Die ist ja richtig kommunikationsfreudig. Was zweifel ich? Die anderen Mitglieder haben mich noch mehr über das Kämpfen und andere Sachen gelehrt. Ich glaube, ich bin ganz gut. Ich habe Axel jeden Tag nach der Arbeit beim Ohrenton auf einem Meersalzeis getroffen. Das ist echt salzig, aber trotzdem auch süß. Warum kommt mir der Geschmack bloß so bekannt vor? Axel geht an einen Ort, der Schloss des Fallens heißt. Er hat es mir verraten, weil wir Freunde sind. Er musste früh nach Hause, um sich vorzubereiten. Nachdem er weg war, bemerkte ich auf meinem Eisstiel das Wort Gewinner. Was ich wohl gewonnen habe, ich werde ihn morgen mal fragen. Und damit endet heute dieser Part und wir sehen uns das nächste Mal.